Was geht, meine Freunde des besten Musikgeschmacks hier auf diesem Planeten, und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Da bricht der Nacken, liebe Freunde. Heute geht's weiter mit der Metal Music Mystery Box. Let's go! So, uns wurde ausgespuckt, liebe Freunde, die Band Design the Void. Wir gehen direkt rein, wir werden jetzt nicht so viel labern. Ihr seht sie hier, die Boys, wie sie hier im Wald stehen. Das ist das, oh, das sind so diese Klassiker einfach. Die Metal-Bands im Wald, finde ich klasse, funktioniert immer. Die haben ganz viele Songs draußen, die haben auch ganz gute Streams. 991 monatliche Hörer. Der Song, auf den wir heute reagieren, ist der neue Track, den die rausgehauen haben. Wir sehen hier nämlich eine Neuerscheinung mit dem Namen Refugee. Und was können wir noch so sehen hier? Wollen wir uns spoilern lassen, was die Boys machen, oder wollen wir einfach rein? Warte mal, wir lesen jetzt nicht, was die machen. Wir sehen die Boys hier im Wald, sieht stark nach Metalcore aus. Und wir gehen rein, Alter. Wir gehen einfach rein, scheiß drauf. Wir machen eine richtige Überraschung hier jetzt. Freunde, ich habe ja auch schon alles aufgemacht. Ich bin gut, ich bin ein guter Boy. Habe alle Vorarbeit geleistet. Und ich würde sagen, wir gehen einfach rein. Ich ziehe mir die Kopfhörer auf. Und dann, ich muss mir hier was überlegen. Das sieht, ist mir aufgefallen, es sieht absolut hässlich aus mit diesem Kabel, Alter. Vielleicht einfach mal Kopfhörer kaufen, die irgendwie kabellos sind oder sowas. Wäre vielleicht mal so eine Idee. Naja, passt schon. Ich finde es aber hier so toll mit diesen Katzenohren, liebe Freunde. Jeder mag diese Katzenohren. Bis jetzt. Wir gehen rein, liebe Freunde. Ich zähle einfach runter, wie immer. Wir machen es wie immer. In 3, 2, 1. Let's go, Digga. Erstmal lauter machen. Okay, wir haben aber leider kein richtiges Video, was ich sehe. Nicht schlimm. Nicht schlimm. Wir hören jetzt genau auf die Musik, liebe Freunde. Wir achten nicht aufs Video. Auf die Soundqualität und auf den Song an sich. Nice. Boah. Da bricht der Nacken, liebe Freunde. Liebe Freunde, ich finde die Stimme mega geil. Es ist die erste Metalcore-Band, die wir hier haben, und es ist sehr, sehr gut. Richtig grundsolider Metalcore, so wie er sich gehört, Alter. Nice! Nice! Geil, Alter! Die Stimme ist sehr kraftvoll. Die Rhythmen sind auch mega gut. Richtig stimmiger Track, Digga. Sehr, sehr gut, Jungs. Kurz mal die Ruhe reinbringen. Wir lieben es. Aufbau. Was lieben wir mal? Yes! Thank you.
Jetzt rein in den Refrain. Nice. Sehr schön, Mann. Ja! Nice, Alter! Das Instrumental ist on fleek, liebe Freunde! Design the Void, liebe Freunde! Wow, wunderschön! Wunderschön, Digga! Design the Void, liebe Freunde, Alter. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr die Band findet. Ich finde sie klasse, Alter. Die Stimmen vor allem sehr erfrischend, sehr geil, sehr stimmiger Metalcore. So wie ich ihn mag, Alter. Ich mache ja ebenfalls so Musik, falls ihr es nicht wisst. Bad and Breakdown ist meine Band. Wir machen deutschsprachigen Metalcore so in diesem Stil wie die Boys hier. Und das ist echt, das ist einfach Liebe. Das ist einfach wirklich hier Salt Bay mäßig alles perfekt abgeschmeckt. Die Instrumentals sind on fleek. Die Stimme ist on fleek. Die Shouts sind nice. Generell so die Rhythmen, die Melodie, sehr geil gemacht. Catchiger Refrain, ne? Und wenn es jetzt bei mir noch diese Liste gibt, die gibt es jetzt leider nicht mehr, liebe Freunde, weil da hat hier irgendwie gefühlt keiner drauf reagiert, habe ich mir gedacht, komm, lässt du das einfach weg, können die Leute einfach in die Kommentare schreiben, wie sie die Band finden, ne? Und also wenn das jetzt noch ein Video dazu geben würde, ne, dann wäre das hier fast eine komplette 5 bei mir, weil es einfach wirklich top-notch Metalcore, ne? Kann ich nicht meckern, liebe Freunde. Wir haben hier bei dem Track 21.000 Aufrufe, der ist vor 2 Wochen rausgekommen. Geht zu den Jungs rüber, Alter. 607 Abonnenten. Geht zu den Jungs rüber, haut ein Abo rein, spreadet ein bisschen Liebe in den Kommentaren, schreibt einfach, dass ihr den Track nice findet, wenn ihr ihn nice findet, vorausgesetzt natürlich, ne? Und einfach bisschen supporten diese Leute, Alter. Dafür ist dieser Kanal da. Wir sind hier, um den Bands einfach eine Plattform zu bieten, Gehör zu schenken, damit die gehört werden einfach, liebe Freunde. Design the Void, die haben noch mehr. Ich habe gerade eben vorhin, als ich, bevor ich das Video angemacht habe, gesehen, die haben ganz viele Videos, ganz viele Tracks. Auf jeden Fall mal reinhören, gucken, was geht, Alter. Jetzt will ich mal gucken, weil ich gerade einen Gehirnfurz habe. Heißt der Track Refugee oder ist es Refuge? Bin ich bekloppt? Ich muss gerade mal gucken. Ich bin gerade ein bisschen dumm. Ich bin gerade ein bisschen zu deutsch. Ich google mal flott. So. Schutzhütte. Tatsache, ich hab gefailt, Alter. Refuge ist quasi, ja genau, das wusste ich ja. Und ein Refugee ist ja quasi was anderes. Das ist ja ein Flüchtling, ne? Ja genau, es wird anders geschrieben auch. Krass, Alter. Ja. Ich bin ein Doofkopf. egal, es kann jedem passieren. Leute, checkt die Band aus. Spread it love, smack bei mir den Like-Button weg, Abo wegballern, Kommentar reinschreiben, wie ihr die Band findet, würdet mich wirklich brennend interessieren. Ich werde die Band auch noch auf TikTok pushen, so gut ich kann. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Metal Music Mystery Box, liebe Freunde. Macht's gut, ciao.